Ja. Der Kreuzzug ist beendet, aber die Schwertküste und sogar ganz Tor schwimmen immer noch in Gefahr. Wir müssen nach Drachenspeer zurückkehren und das Portal zu den neuen Höhlen hinter uns versiegeln. Ach, der Kreuzzug ist am Ende, doch mein Albtraum fängt gerade erst an. Verlassen mich jetzt nach und nach alle? Ha! Der Champion von Drachenspeer schlägt eine Tochter von Baldurs Tor. Der Held ist endlich zu dem geworden, was ihm immer vorbestimmt war. Nein, ey, ich glaube das nicht. Die Person, die ich als Benno erkenne, würde so etwas nie tun. Das ist nicht wahr. Kann nicht sein. Wenn so ist nicht das gerade wie Konya. Nein, nein, das kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Ihr kennt mich, Corvin. Ihr wisst, dass ich das nicht war. Ich kann das nicht getan haben. Sie war ein Monster. Sie hat mich angegriffen. Ich musste mich verteidigen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich werde mich weder euch noch jemand anderem gegenüber rechtfertigen. Nehmen wir mal die zwei. Ihr solltet besser sehr schnell herausfinden, was passiert ist. Die Gerechtigkeit von Fürst Silberschild wartet nicht auf das Gesetz. In the name of the Council of Four, you are under arrest for the murder of Skeez Silvershield. You were returned to Baldur's Gate to be tried for your crime. Im Namen des Rates der Vier, ihr seid verhaftet wegen dem Mord an Skeez Silberschild. Ihr kehrt nach Baldur's Tor zurück, um für eure Verbrechen vor Gericht gestellt zu werden. Ihr und ich, wir hatten unsere Probleme, Koppel, danken, aber ihr könnt nicht glauben, dass ich das getan habe, oder? Es ist nicht, wie es scheint. Ich weiß nicht, was vor sich geht, aber ich habe es nicht getan. Ich hätte es nicht tun können. Ich habe hunderte und sogar tausende Leute im Namen des Herzogs getötet. Wo hatten Sie nie ein Problem damit? Nehmen wir mal die Eins. What would you have me believe? An innocent girl lies dead at your feet. Your hands are red with her blood. I will do what I must. Was soll ich eurer Meinung nach glauben, wenn ihr ein unschuldiges Mädchen liegt tot zu euren Füßen? Sein Blut färbt eure Hände rot. Ich werde tun, was ich tun muss. Don't make this harder than it needs to be. Please. Macht es nicht schwieriger, als sein muss, Benno, ihr bitte. You return to Baldur's Gate under circumstances much darker than anyone would have believed. What should have been a moment of crowning triumph is instead a nightmare beyond your understanding. Skeez Silvershield lies dead, seemingly at your hand. The Siege Force's clerics are unable to revive her. Her magically preserved body has been transported to Grand Duke Entar Silvershield, who clings to the faint hope that his daughter might someday be resurrected. You share that hope. Without Ski, you may never know the truth of what happened that dark night. Once you thought yourself free of your father's taint. But as you journeyed to Dragonspear Castle, you realized this was not so. You are a child of Baal, Lord of Murder. A piece of him resides in you. Has it grown beyond your control? Was yours the hand that plunged the dagger into Skeez Silvershield's breast? You do not know, and that fact haunts you. When you left Baldur's Gate, people cheered you as the city's hero. Now they look upon you and see something very different. Eure Rückkehr nach Baldur's Tor findet unter Umständen statt, die kaum finsterer hätten sein können. Was ein Moment des Triumphs hätte sein sollen, erweist sich stattdessen als ein für euch unverständlicher Albtraum. Skeez Silberschild ist tot, scheinbar von euch ermordet. Es ist den Klerikern von der Belagerungstruppen nicht gelungen, sie wiederzubeleben. Ihr magisch konservierter Leichnam wurde zu Großherzog Entar Silberschild transportiert, der insgeheim hofft, dass seine Tochter eines Tages wiederbelebt werden kann. Das ist auch eure Hoffnung, denn ohne Ski werdet ihr möglicherweise nie erfahren, was in jener dunklen Nacht wirklich geschehen ist. Einst dachtet ihr, ihr wärt frei vom Makel eures Vaters, doch im Laufe eurer Reise nach Burg Drachenspeer musstet ihr feststellen, dass dem nicht so ist. Ihr seid ein Kind vom Baal, Fürst des Mordens, ein Teil von ihm schlummert in euch. Könnte es sein, dass dieser Teil gewachsen ist und ihr ihn nun nicht mehr kontrollieren könnt? War es eure Hand, die den Dolch in Skeez Silberschilds Brust stieß? Ihr wisst es nicht und diese Tatsache beunruhigt euch zutiefst. Als ihr Baldur's Tor verließt, feiert die Leute euch als den Helden der Stadt. Jetzt sehen sie euch an und erblicken jemand völlig anderen.
Ihr seid nicht besser als Sarajevok. Auf der Eberfeldbrücke wurdet ihr vom Baal in Besitz genommen. Der Fürst des Mordens lebt in euch. Tod dem Verräter, tod dem falschen Helden. Sterbt ihr, Scheusal. Mhm. We've heard the testimony of those who traveled with the Flaming Fist expedition to Dragonspear Castle. Many told of how the accused was found in Dragonspear's main hall, with Ski Silvershield dead at his feet. Wir haben die Zeugenaussagen von denjenigen gehört, die mit der Expedition der Flammenden Faust zur Burg Drachenspear gereist sind. Viele erzählten, dass der Beschuldigte in der Haupthalle von Drachenspear gefunden wurde, mit Ski Silvershield tot zu seinen Füßen. Corporal Bence Duncan bore witness to a disturbing incident involving the accused at Borskir Bridge. He is here to share his recollections. Corporal Bence Duncan war Zeuge eines verstörenden Vorfalls an der Eberfellbrücke, an dem der Beschuldigte beteiligt war. Er ist hier, um zu berichten, woran er sich erinnert. Bridgeport was under siege by the Crusade. The accused led an attack, driving Kalar's forces off. Brückenfort wurde vom Kreuzzug belagert. Der Beschuldigte führte einen Angriff, durch den Kalar's Truppen vertrieben wurden. After that, he collapsed while crossing Borskir Bridge. The symbol of Baal, Lord of Murder, sealed itself into the stones around him. Danach brach er beim Überqueren der Eberfellbrücke zusammen. Das Symbol von Baal, Fürst des Mordens, brannte sich in die Steine um ihn herum ein. Kind des Mordens, das Übel vergiftet euer Blut. The mark of Baal does not in itself prove guilt, but it does cast a darker shadow of suspicion upon the accused. We cannot forget that Saravak, another spawn of Baal, brought our city to the brink of war. Das Zeichen von Baal beweist selbst keine Schuld, aber es wirft einen dunklen Schatten des Verdachts auf den Beschuldigten. Wir können nicht vergessen, dass Sarajevok ein anderer Nachkomme Baals unsere Stadt an den Rand des Krieges gebracht hat. Thank you for your service, Corporal. You may go. Hab Dank für eure Dienste, Corporal. Ihr könnt jetzt gehen. Und da sieht wie ein öffentliches Exempel aus hier. As for you. Was euch betrifft, Benno, ja? Our diviners have presented evidence of your deeds since leaving Baldur's Gate. Deeds that speak to your character. Unsere Seher haben Beweise eurer Taten präsentiert, seit ihr Baldur's Tor verlassen habt. Taten, die für euren Charakter sprechen. Is there anything you wish to say in your defense? Wünsche irgendwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich würde Ski nie getötet haben. Alle Beweise zeigen, dass ich kein Mörder bin. Ich kann mich nicht erinnern, was in der Burg geschah, aber ich bin sicher, dass ich kein Mörder bin. Mein Charakter ist meine Verteidigung. Ich bin kein Held. Ich hatte in meinem Leben viele schreckliche Dinge getan und habe sie mit Stolz getan. Hätte ich Skis Silberschild getötet, würde ich es freimütig zugeben. Ich weiß nicht, ob ich die Frau getötet habe. Es ist alles verschwommen, aber es ist etwas, das ich sagen möchte. Ich habe nichts zu sagen. Ich erwarte euren Urteil. Nehmen wir die vier. Legt es genauer da. Als ich eine frühere Dienerin vorbeitraf, wies ich sie an, für ihre Verbrechen zu sühnen und in der Welt Gutes zu tun. Ich bin kein Sklave des Willens meines Vaters. Mir wurde eine spezielle Mission in Drachenspear aufgetragen, vergiftet die Vorräte der Kreuzritter. Im Krieg ist jedes Mittel recht, ich nahm den Auftrag an, ich verberge meine Taten nicht. Als Soldaten im Lager der Koalition krank wurden, hätte ich empfehlen können, sie zu töten, um meine Ansteckung zu vermeiden. Stattdessen habe ich getan, was ich konnte, um mein Heilmittel zu finden. Ich frage euch, handelt so ein Mörder? Die Verfolgung von Kalar führte mich zur Ödnis von Avernus. Ein Scheusal bot mir an, mich frei passieren zu lassen, wenn ich in einem meiner Kameraden opfern würde. Stattdessen habe ich mich selbst geopfert. Nehmen wir wirklich mal die drei. Es wurde so vermerkt. Gibt es noch irgendwas anderes, das ihr zu eurer Verteidigung sagen wollt? Ja. Nehmen wir das. Ich mache einfach mal alles. So noted. Is there anything more you would say in your defense? So noted. Yeah. We've heard much evidence today, both for your character and against it. Now we, what is that commotion? Wir haben heute viele Indizien gehört, die sowohl für euren Charakter als auch gegen ihn sprechen. Nun werden wir, was ist das für ein Tumult? Out of my way, out of my way, you sniveling pigs! Aus dem Weg, ihr wehleidigen Schweine. Wir können das nicht zulassen, dass ihr das tut, Herr. Do you know to whom you speak?
I'll have your family on the street begging for cuppers if you don't let me pass. Wisst ihr, mit wem ihr redet? Ich sorge dafür, dass eure Familie auf der Straße um Münzen betteln, wenn ihr mich nicht durchlasst. You do not want to do this, Entar. Das wollt ihr nicht tun, Entar. Do not tell me what I want. I know what I want. You, murderer. You killed my little girl. My ski. Sagt mir nicht, was ich will. Ich weiß, was ich will. Euch beiden, ihr Mörder. Ihr habt mein kleines Mädchen getötet. Meine Ski. Ich weiß nicht, was mit Ski geschehen ist, aber ich beabsichtige es herauszufinden. You put on a good act. But I know the truth. It wasn't enough to slay her bodily and leave me childless. You had to destroy her soul too. Ihr habt gut geschauspielert, aber ich kenne die Wahrheit. Reicht es nicht, sie körperlich zu töten, um mich ohne Kind zu lassen? Ihr musstet auch noch ihre Seele zerstören? This is not the time. Jetzt ist nicht die Zeit. Tell me what you did with it, fiend. Before they send you to the gallows, tell me, what did you do with the dagger? Sagt mir, was ihr damit gemacht habt, Scheusal. Sagt mir, was mit dem Dolch gemacht habt, bevor ich euch zum Galgen schicke. Worauf wollt ihr hinaus? Ich weiß nichts von einem Dolch. Ich habe auf sie geschossen. The priests can do nothing. She's gone forever. My ski. Die Priester können nichts tun, sie ist für immer fort. Meine Ski. Kommt mal her, ich begleite euch zum Anwesen zurück. Order. Give me order or I'll have the square cleared. Ordnung, order. Haltet Ordnung oder ich lasse den Platz räumen. Ordnung. A father's grief is an irrational thing. Let us return to the facts. We've heard the evidence and your own defense. Have you anything else you wish to say? Die Trauer eines Vaters ist eine irrationale Angelegenheit. Kehren wir zu den Fakten zurück, Benoit. Wir haben die Indizien gehört und eure Verteidigung. Wünscht ihr noch irgendetwas zu sagen? Was ist das für ein Dolch, von dem Herzog Silberschild gesprochen hat? Was ist mit Skis Seele geschehen? Peering into the weave, our diviners determined that Ski Silvershield's soul now languishes within an artifact called the Soul Taker Dagger. All efforts to locate the dagger have amounted to naught. Beim Blick in das Gewebe haben unsere Seher festgestellt, dass die Seele von Ski Silberschild nun in einem Artefakt schmachtet, das Remräuberdolch genannt wird. Ein Versuch, diesen Dolch ausfindig zu machen, führen zu nichts. While her essence is imprisoned thus, Ski can never be returned to life. If we had the Soul Taker, she might possibly be restored and confirm your innocence, if indeed you are innocent. Während ihr Wesen auf diese Weise eingesperrt ist, kann Ski nicht ins Leben zurückgeholt werden. Hätten wir den Seelenräuber, können sie womöglich wieder zurückgeführt werden und eure Unschuld bestätigen. Falls ihr tatsächlich unschuldig seid. Guilty, I say. Guilty. Schuldig, sage ich, schuldig. The Flaming Fist will take custody of the prisoner until a decision is reached. Take him away. Die flammende Faust wird den Gefangenen gewahrsam nehmen, bis eine Entscheidung getroffen wurde. Abführen. Ja, wir nähern uns auf jeden Fall dem Ende. Ey, ich komme auch so rein. Ein verzweifelter Herzog Silberschild unterbrach meinen Prozess. Die Seele seiner Tochter ist in einem Artefakt gefangen, das Seelenräuberdolch genannt wird. Die Klinge ging verloren. Ohne sie kann Ski nicht ins Leben zurückgebracht werden. Ich habe mich so gut verteidigt, wie ich konnte. Good morning. Guten Morgen, Benoir. Ist es morgen? Hier kann man das schwer sagen. Ihr habt fast recht. Warum seid ihr gekommen? Was wollt ihr, Verräter? Ihr habt fast recht. Ich bin hier, um euch zu bitten, diesen Wahnsinn zu beenden. Die Stadt hat in der letzten Zeit viel durchgemacht. Die Eisenkrise, Sarivok, der Kreuzzug, nun das. Die dunklen Tage müssen enden und das werden sie nicht, wenn ihr eure Unschuld beteuert. Wenn euch Baldur's Tor so wichtig ist, gebt eure Verbrechen zu. Akzeptiert die Strafe, die euch auferlegt wird. Ich habe für Baldur's Tor gekämpft und geblutet. Ich bin fast öfter dafür gestorben, als ich zählen kann. Die Stadt ist mir wichtig, aber auch die Gerechtigkeit. Ich wäre mehr als glücklich sein, meine Unschuld zu beteuern, wenn ich woanders dahin sieche. Wofür soll ich mich ins Schwert werfen? Für die, die mich hintergangen haben? Nehmen wir das da. Zum Wohle derer, die noch an euch glauben. Sie nannten euch den Helden von Baldur's Tor. Ein wahrer Held wird sich selbst für das Allgemeinwohl opfern. Gebt der Stadt die Chance zu heilen, bitte. Lebt wohl, Benoir. Sogar Corwin scheint zu glauben, dass ich Ski Silberschild getötet habe.
Es ist offensichtlich, dass Corvin meine Geschichte in Frage stellt, obwohl meine Schuld oder Unschuld sie weniger interessiert als das Wohlergehen von Baldur's Tor. Es wäre lieber, ich würde den Mord gestehen, um der Stadt weitere Strapazen zu ersparen, unabhängig davon, ob ich die Tat begangen habe oder nicht.